Das Eintrachtstadion ist heute für viele ein richtig erlebnisreicher Ort. Nicht so für Braunschweig-Trainer Thorsten Lieberknecht. Gepflegte Langeweile in der ersten Halbzeit, einmal Aufregung in der 67. Minute, einmal Smalltalk nach Schlusspfiff. Viel mehr gibt es vom Coach des Tabellenführers heute nicht zu berichten. 4 Spiele, 4 Siege, eine makellose Bilanz, doch die Eintracht in Gelb in den ersten 45 Minuten ohne großen Glanz, stattdessen viel Kampf und Einsatz. Die einzige wirklich sehenswerte Torchance für die Löwen in der 32. Minute, Norman Teuerkauf, glänzende Parade von Torhüter Michael Hofmann. Auf solche Chancen ihres Teams warten die Regensburg-Fans auch in der zweiten Halbzeit vergeblich und Braunschweig fast nur noch bei Standards gefährlich. Kevin Kratz erst an die Latte, in der 67. Minute dann mit dem Eckball. Kapitän Dennis Krupke das 1:0 für den Tabellenführer. Laurito springt unter dem Ball durch und der 32-Jährige mit der Führung für die Eintracht. Lieberknechts Reaktion seltsam verhalten, auch nach Schlusspfiff. Vielleicht aufgrund der Einsicht, dass Braunschweig Tabellenführer bleibt, der Tag aber bestenfalls aus anderen Gründen ein prickelndes Erlebnis war.